Hallo und willkommen zurück bei Super Faily World. Ich weiß nicht, ob du ein anderes Intro gerade machen wolltest. Nee, aber ich musste plötzlich magentechnisch ausatmen. Weißt du, wenn du so aus dem Magen ausatmen musst. Ja, aber ja. Es ist, ne? Der Captain hat sich von dem Schock gerade eben erholt. Wir haben das jetzt ein bisschen durchgesprochen, wie das alles mit meiner Grafikkarte zustande kam und was nicht alles. Und wie oft er einfach knapp davor war, es irgendwie zu merken oder wie viele Hints ich da gedroppt habe, dass ich die hab. Aber ja, jetzt weißt du auf jeden Fall, was ist das Neue in meiner Wohnung, außer Cable Ties in meinem Gehäuselüfter. Yeah. Gehäuselüfter in meinem Gehäuse vom PC, meine ich. Es war eine Grafikkarte. Und mein Rechner ist damit halt einfach fertig. Yay. Damn, da, da. Du könntest noch das ganze Gehäuse austauschen. Uah! Richtig. Das ist ja das, was halt ich schon so ein bisschen am Beäugeln bin, halt noch das Gehäuse auszutauschen. Ich weiß halt nur noch nicht genau, welches. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile der Trend dazu hingeht, Filme länger zu machen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der Hollywood-Trend von den 90 Minuten immer mehr abweicht. Also dass Mainstream-Filme wirklich eher an die 2 Stunden rangehen als an die 90 Minuten. Weil, wenn ich wirklich mal bedenke, so einige Filme, die ich ewig nicht geguckt habe oder hatte und mir die dann nochmal angeguckt habe, wo ich mir dann plötzlich denke, so kurz war der Film, das geht so schnell. Vor allen Dingen alte Disney-Animationsfilme, die sind meistens so bei 90 Minuten gecapped. Die gehen nicht kürzer. Ich glaube, Schneewittchen war nur 78 Minuten oder so. Wow. Aber wenn ich so bedenke, so was eigentlich in Schneewittchen so alles passiert, waren die Sachen so gerusht quasi, so kommt einem das einfach vor. Ja. Naja, gut, man muss ja mal denken, Schneewittchen ist ja von 1937 oder so. Ja, ja, richtig. Da war schon bestimmt sehr kostspielig, das damals. Ja, das stimmt allerdings. Da war ja auch, wie man animiert, alles noch anders. Da haben sie ja wirklich Papier zu Papier quasi einfach abgepaust und dann ein bisschen was geändert und dann das nächste. Deswegen gibt es auch nur den giftigen Apfel und nicht noch den zerstörerischen Kamm und den fürchterlichen das Halsband des Todes, richtig. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, genau, es gab den Kamm, ja, der irgendwie nichts gemacht hat. Naja, nee, doch, er hat ist irgendwie. Der, stimmt, im Animationsfilm haben sie da nicht noch eine andere Sache als den Apfel? Nee, die haben nicht. Die alte Dame kommt doch nur einmal vorbei. Sie kommt richtig nur einmal vorbei, macht extra viel Mühe. Und das ergibt so viel Sinn. Ich weiß, das habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt. Und ist aber eigentlich. Ich wurde auch mal mit einem vergifteten Apfel betrogen. Nein. So. Und ist, glaube ich, eine Sache, die ich wirklich auch nur einer Person soweit erzählt habe, außer halt die Leute, die es wissen. Ja. Und das dürfte jetzt potenziell nur noch meine Schwester sein. Und der einen Person, die es halt erzählt habe, mit der ich keinen Kontakt mehr habe. Und zwar hatten wir in der Grundschule. Nee, war es mit der Grundschule? Nee, es war nicht Grundschule, es war mit meinen. War es Kindergarten oder war es dann doch die Grundschule, die einfach, wo, ich bin es mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall war es eine Vorführung von halt Schneewittchen. Ja. Und rate, wen ich gespielt habe. Schneewittchen? Nein. Den Jägersmann. Nein. Einen der Zwerge. Nein. Den Prinz. Nein. Die böse Stiefmutter? Ja. Nice. Ich hab die böse Stiefmutter gespielt. Und ich hatte halt wirklich eine komplette Hexenverkleidung und sowas alles. Das weiß ich noch. Also anstatt irgendwie mich als böse Stiefmutter so zu machen, war ich direkt die alte Dame quasi, die alte Hexe sozusagen. Oh, okay. Also so ein bisschen lazy. Grundschüler. Fuck! Und ich weiß noch, mein bester Kumpel war der Spiegel und stand die ganze Aufführung hinter diesem scheiß Spiegel. Und hat halt im Grunde fast nichts zu erzählen. Ich meine, aber es ist besser, als nur ein Baum zu sein, der irgendwo rumsteht. Das stimmt, ja. Das frage ich mich sowieso, wenn du das in so amerikanischen Filmen siehst, ja, wenn da so Kinder auch ja, ja, genau, dass es einfach Leute gibt, die einfach nur als Baum dastehen. Ja, ja, richtig. Und dann ist es aber irgendein Stück, wo gar kein Baum spricht. Ja, genau. Also, weiß ich nicht, Pocahontas wäre jetzt das Erste, was mir einfällt, wo ein Baum spricht. Ey. Oh, das hätte doch, ey. Der hat die Mütze schräg drauf gehabt, das waren 90s Kids. Kid. Ja, aber im Endeffekt habe ich die böse Stiefmutter gespielt und ich habe mich halt gewundert, ich kannte den Animationsfilm. Ja. Aber im Endeffekt wusste ich halt,
die Originalstory hatte ich so nicht im Kopf und habe mich dann gewundert, warum soll ich ein Schneewittchen jetzt einen Kamm geben und irgendwie ein Halsband und so? Und dann war das immer so, nee, stimmt, ich hatte verschiedene Verkleidungen, richtig. Das ist dann immer so, Mist, ich muss mich schon wieder verkleiden. und dann habe ich halt irgendwas anderes angezogen und sowas alles. Und am Ende war ich dann halt die Hexe. Und ich weiß, es gab ein Bild. Es gab ein Bild davon, wo ich und meine Mutter da standen und ich war halt als böse alte Stiefmutter als Hexe verkleidet quasi. Das weiß ich auch noch. Aber dieses Bild habe ich nicht. Ja. Und ja, im Endeffekt hab ich mich früher als Frau verkleidet als du. Das weißt du nicht. Das stimmt. Das weiß ich wirklich nicht. Da hast du recht, das weiß ich wirklich nicht. Aber ja, das war meine Geschichte davon, wie ich die alte Stiefmutter gespielt habe und wie ich verwirrt war, weswegen ich jetzt Schneewittchen einen Kamm geben soll. Ich wollte gerade sagen, Damage boosten hättest du dich auch nach rechts weg können. Ja, aber ich brauche, glaube ich, den Sprung, weil... Ach, oh nee, der ist oben. Ach, der geht hoch! Der geht hoch, der geht hoch, oder sehe ich jetzt erst? Verschämm ich. Das wie... Ach! Ja, das ist... wenn man hier jetzt hockt, ist das das Ende, glaube ich. Du musst auch irgendwie diesen Scheiß... Ja, eben. Der sieht auch so aus, als wenn er ein bisschen weiter links ist. Also als wenn man ihn von der linken Seite am besten so im Sprung nehmen könnte. Ich habe einen Schneemann gebaut aus Xen. Nice. Also ich sag mal so, an meinem Rechner ist noch was neu, aber nichts, was du jetzt mitkriegen könntest. Oder ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, da ich mir eine zweite SSD eingebaut habe. Ach so, ja gut, okay, das muss ich machen. Halt für Games und dass ich meine alte HDD, die da drin war, ausgemistet habe und einfach meinen Rechner mal komplett aufgeräumt habe. Und meine Güte, habe ich ein beschissenes Ordner-System gehabt. Ja. Und damit meine ich gar keins. Aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Wie es bei dir ist? Nee. Das ist das Ablagesystem für die Let's Plays fürchterlich ist. Nee, das für meine Let's Plays ist ja sogar noch das Organisierte. Das ist das Traurige daran. Warum ist das traurig? Weil die alles irgendwie in einem Ordner liegen. Ja, es ist alles halt auf... Naja, nee. Es ist auf meiner Aufnahmeplatte habe ich einmal meine Elgato-Aufnahmen und einmal meine OBS-Aufnahmen und dann jeweils einen Ordner für die einzelnen Projekte. Na gut. Was ist daran jetzt schlimm? Ich habe immer nur gesehen, dass alles in einem Ordner liegt und irgendwie Namen bekommt. Nee. Der dem Spiel entspricht. Nö. Aber dann habe ich wahrscheinlich nur dein Ablage, also dein Rohdatei. Die Rohdatei. Das sind die Rohdateien-Ordner, okay, richtig. Von mir aus. Und, und das ist halt einfach Elgato-Aufnahme-Ding, Ordner. Und da drin sind die Rohdateien halt. Okay. Und ja, dementsprechend, ja, die sind halt durcheinander, das ist klar. Aber wenn ich mit der Bearbeitung fertig bin, habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich halt wirklich dann auch die Rohdateien direkt lösche. Also manchmal ist es vielleicht, wäre es besser, die Rohdateien ein bisschen länger zu behalten. Aber ich kann halt einfach so viel, wie wir immer aufnehmen. Ich kann die Rohdateien nicht für immer behalten. Ja, das funktioniert einfach nicht. Alles also, in die Cloud! Alleine an Rohdateien, was ich jetzt beim letzten Mal aufräumen gelöscht habe, das waren einfach mal 1,5 Terabyte. Das ist nicht schlecht. Nur Rohdateien. Und da haben wir halt auch schon mit Mario Maker angefangen. Und das waren ein paar Snap-Aufnahmen. Gut, okay, da war noch mein Mario Maker Upload mit dabei. Aber deswegen habe ich halt auch alte Projekte alle so ein bisschen bearbeitet. Nee, was ich sagen wollte ist, mein anderes Ordnerablagesystem, das war viel schlimmer. Ich habe halt immer irgendwann extrem viele Dateien auf dem Desktop gehabt. Und dann war das immer so, okay, neuer Ordner, alles reinziehen. Und dann gibt's einen Überordner, irgendwie Desktop-Kram und dann da drin neuer Ordner 1, neuer Ordner 2, neuer Ordner 3. Das klingt sehr grausam. Und in den neuen Ordnern sind dann nochmal neue Ordner. Darin ist ein Ordner, der nennt sich Zeugs. Und da sind nochmal neue Ordner drin. Okay. Also das ja, war... Ja, das ist mein Ablagesystem von vor 10 Jahren. Das ist Horror. Ja. Und da, und also da, ich meine, man irgendwie kommt man damit klar, aber... Ja, richtig. Also ich habe auch meine gewohnten Sachen gehabt. Ich wusste bei vielen Sachen, wo sie sind und alles. Aber für viele Sachen war es einfach unnötig, dass ich die zum einen behalte und zum anderen einfach auch auf dem Rechner habe und nicht einfach auf einen externen oder so, weil ich auf die Daten irgendwie zu 95% der Daten, die habe ich nie zugegriffen, habe ich nie irgendwas damit gemacht. Mhm. Und dann war das so, okay, dann hole ich mir lieber eine SSD, wo ich jetzt ein paar mehr Spiele raufpacken kann. Und dann sind sie halt auch auf einer anderen Platte als meine Aufnahmeplatte, was vielleicht für Aufnahmen auch besser sein könnte.
Und meine C-Platte ist halt nicht irgendwie bis unter den Rand voll. Ne, und da habe ich einfach meine alte HDD, die da vorher drin war, ausgemistet und eine SSD noch drin. Eine weitere. Ja. Und das funktioniert. Aber das Ausmisten hat ewig gedauert. Das kann ich mir vorstellen, ja. Irgendwie mittlerweile ist das so eine Story, die man halt immer hat. Ja, das ist eine Safe-Story. Wolltest einen Kinderfilm machen, um Geld zu verdienen, machst du die Geschichte. Ja. So. Man nimmt einen Schneemann oder naja, du nimmst ein Objekt, Katze, Vater ist Kacke, Vater wird zum Objekt des Kindes, ja. Und merkt dann, oh, mein Kind, ich mag es doch. Oder, oh nein, meine Arbeit. Und dann kündigt er am Ende seine Arbeit und so. Nur um für die Familie da zu sein. Der kreativere Ansatz war der mit Jim Carrey, als er nicht lügen konnte. Wie hieß der Film? Der Ja-Sager, glaube ich. Nee, ich weiß, welchen Film du meinst. Hieß er nicht der Ja-Sager? Hieß er der Ja-Sager? Das klingt auch komisch. Moment. Ich glaube, im Original ist er Leia Leia, aber das klingt auch komisch. Ist der Leia Leia? Der Ja-Sager, kann sein. Das erklärt Sinn ergeben, aber... Der Ja-Sager, der Tatsache. Der Ja-Sager, okay. Das klingt das so ist nach... ein Film von 2008? Nein, das ist das nicht. Der ist der viel... Der ist in den 90ern. Der ist viel älter, ich wollte schon sagen. Aber doch, der Ja-Sager ist doch... nicht der Dummschwätzer? Der Dummschwätzer, richtig. Wo denn, Dummschwätzer. Der Dummschwätzer, 1997. Ja, das ist schon eher... Ja, doch, genau, das ist das, wo er dann sagen will, irgendwie dieser Stift ist rot. Ja. Obwohl er sehr blau schreibt. Und dann siehst du einfach, wie er damit struggelt. Und dann kommt irgendwer rein und auf seinem ganzen Gesicht steht irgendwie blue, 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 blue. Das weiß ich auch noch. Oh, wie fertig der ist am Ende im Gerichtssaal ist. Okay, das sind... Ja, die Prämisse ist ähnlich, aber anders. Der Dummschwätzer ist, er lügt halt ständig. Und er kann nicht lügen. Das andere ist, er kann nur Ja sagen. Also zu allem, was ihm gefragt wird. Wovon reden wir jetzt? Von der Ja-Sager und der Dummschwätzer, okay. Was der Unterschied ist. Deswegen, das habe ich gerade verwechselt. Davon habe ich jetzt nicht gesprochen, aber gut. Ich weiß, du hast von der Dummschwätzer geredet. Ja. Dass das die gleiche Prämisse ist quasi. Elternteil ist scheiße und dementsprechend passiert irgendwas mit ihm und dann lernt er seine Richtig. Lektion. Wobei ich sagen muss, ich habe halt den Dummschwätzer auch seit den 90ern nicht mehr gesehen und dadurch habe ich den Plot von da nicht mehr so ganz im Kopf. Ich habe nur DVD. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber ein paar Jim Carrey-Filme, die ich definitiv noch nie gesehen habe, sind Ace Ventura, ist ja, glaube ich, mit ihm, ne? Ja, 1 und 2, ja. Zwei Filme gibt es davon. Zwei sogar. Filme? Es gibt sogar eine Trickfilmserie. Ich weiß nicht, ob er damit gesprochen hat, aber wahrscheinlich. Und ein PC-Spiel. Oh, wow. Das ist ziemlich gut, eigentlich. Und zum einen das. Und die Truman Show habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Nicht? Oh, das ist ich habe die Truman Show tatsächlich noch nie geguckt. Das ist ein ziemlich guter Film. Ja, ich kenne die Prämisse. Ich weiß, was ungefähr passiert an einigen Stellen. Aber ganz geguckt habe ich ihn auch nicht, noch nicht. Also ich habe auch irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr das erste Mal mir Groundhog Day das erste Mal angeguckt. Komplett. Ah, okay. Ich habe sogar noch ein Radio als Kind bekommen, wo ich auch noch so Audiokassetten aufnehmen kann. So ein richtig altes Mixtape einfach. Boah, ein Doppeldeck auch noch. Doppeldeck? Ja, dass du quasi zwei Kassetten hattest, um von einer Kassette auf die andere. Das ist. Tatsache, ja. Das ist lecker. Tatsächlich. Und, das ist vor 6 Jahren mittlerweile gewesen, 2015 genau. An Weihnachten, da war ich halt, da wo ich damals halt aktiv gewesen bin, arbeitstechnisch. Ja. Da war dann halt so irgendwie Schrottwichteln. Schrottwichteln! Richtig. Und was habe ich da abgesahnt? Ein Walkman. Ein Kassetten-Walkman mit einigen Hörkassetten. Also nice. Potenziell könnte ich mir auch heutzutage noch Kassetten für diesen Walkman aufnehmen. Naja. Ich habe auch noch mein Autoradio rumstehen mit Kassetten. Links. Müsste es nur irgendwie querschließen an der Anlage oder so, ist ja kein Problem. Ja, wenn es so einfach ist für dich, wenn du das weißt, wie das funktioniert. Dann musst du ja nur irgendwie die Steckkabel haben und dann gehen die zu Boxen raus und dann muss ich nur gucken, wie ich irgendwie Strom zuführe. Ja, genau, das ist es dann nämlich. Ja, mein Gott, das ist irgendwie... Klaus, die halten ein Auto. Kein Problem.
Ich brauche nur andere, die Autobatterie. Ja, richtig. Andere klauen das Autoradio. Du lässt einfach das Autoradio auf dem Parkplatz liegen und klaust das Auto. Naja, mein Gott. Damit rechnet niemand. Wie mit einem kaputten Taschenrechner. Damit rechnet niemand. Hast du schon mal gebracht? Den habe ich schon so oft gebracht. Aber schön, dass es dir auffällt. Ja. Ach, diese ganze. Aber hey, ich habe auch noch keinen Bock mehr auf das Level. Hey, wenn ich jetzt diese Folge das Level nicht habe, spielst du das. Okay. Aber hey, wir bringen irgendwie jeden zweiten Gag, den wir irgendwann mal bringen, mindestens ein zweites oder drittes oder zehntes ja. Mal. Wir haben nur zweite Gags. Touché. Ey, wir sind umweltfreundlich. Wir recyceln alles. Ja. Auch wenn Leute sich denken, den hättet ihr im Müll lassen können. Aber nicht heute. Mann! Aber nicht shit, Mann. Ich verwechsel das immer. Okay. Hier, ne, viel Spaß. Das kann ich ja nur machen. Meine Schmetzo-Schmicks. Hashtag Nonspawn. Nonspawn. Aber die Sache ist halt, solange man. Oh, das ist eine Sache, die habe ich sowieso irgendwie so halb im Kopf gehabt, die ich irgendwie ansprechen wollte. Wieso darf man bitte einfach so Markennamen nicht sagen? Also, weil nur einen Markennamen zu sagen, ist ja nicht gleich, dass du halt. Ist ja nicht gleichbedeutend mit, du machst jetzt so extrem Werbung dafür. So, oh, dieses. Das hier ist der. Das ist der Schnittmann. Schnittmann-Toast irgendwie. Er ist so unglaublich von seiner Passform. Er ist so unglaublich frisch, egal ob du ihn vor einer Stunde oder jetzt toastest. Und so. Es ist ja nicht so, dass wir so machen oder so. Es ist ja einfach nur erwähnt, hier, ich trinke jetzt einen Schluck von meiner Cola oder von meiner Mezzomix oder so. Ja. Soll man so tun, als wenn es Marken nicht gibt oder so? Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß aber nicht, wo das herkommt, dass man das nicht tun soll. Also. Na, das ist halt, weil es halt angeblich Produktplatzierung ist. Das ist halt so mit den neuen Medien so ein bisschen aufgekommen auch. Also halt aber, so mit Sachen wie YouTube und so. Machen Influencer das nicht die ganze Zeit, so zu tun, als ob es keine Produktplatzierung ist und dann ist es Und dabei ist es Produktplatzierung. Das genau dagegen soll es ja vorgehen und deswegen sollst du generell Marken nicht erwähnen. Oder Hydro Hype! Isostar! H2O! Isostar! Wasser stinkt! Wasser stinkt! Ja, keine Ahnung. Ich habe dazu, ehrlich gesagt, tangiert mich das nicht. Ja. Nee, aber das ist halt so das, was... Ist der überhaupt berechtigt für sowas? Also ich meine, wir sind ja nur ein nicht monetarisierter Richtig, das Kanal. Ist sollte ja das doch, glaube ich, egal sein können, oder? Ja, eigentlich, ja, sowieso. Also das ist, da ist sowieso einiges anders. Oder auch nicht, man weiß es nicht, weil... Nee, das musst du. Wo kein Kläger, da kein Richter oder so ähnlich. Ja, genau. Wo kein Kläger, da kein Richter... Aber das ist... Wo kein Richter da, kein Henker. Ja, genau. Kommissar Bärlauch ermittelt. Wo kein Metzger darf, kein Friseur, keine Ahnung. Ja, genau. Aber wie im Endeffekt ist... Wie schneiden oder was? Aber das ist halt so eine Sache, da habe ich sowieso drüber nachgedacht, dass das ja... Es ist doch nicht gleichbedeutend, Produktplatzierung zu machen und einfach nur irgendwie kurz eine Marke zu erwähnen oder sowas. Oder solange man halt keine Wertung abgibt oder sonst irgendwie was. Ist es doch eigentlich scheißegal. Ich würde mal sagen, dass was wir gerade machen, ist Produktplatzierung, weil wir präsentieren hier gerade das Produkt Mario Maker von der Firma Nintendo. Ja, eben. Also das ist ja potenziell was. Gelegentlich sage ich sogar, dass es mir gefällt. Also. Ja, eben. Das ist so, wo hört das auf und wo fängt's an und was überhaupt? Und ich sag mal so, an sich ist man ja, nicht mal. Ich habe ja nicht mal irgendwie eine geschriebene Lizenz oder mir irgendwie was gekauft oder irgendwie sowas, um das irgendwie so quasi machen zu dürfen, weil Nintendo hat ja einfach generell gesagt, man darf Videos machen. Sehr freundlich dafür, danke. Naja, nach jahrelang, wo sie halt einfach entgegen dem gegangen sind. Die sind halt einfach endlich mit der Zeit gegangen. Hab ich jetzt mal unter den Tisch gekehrt. Hier. Alter. Wie lange da stellenweise wirklich die Latenz gewesen ist, oh Gott. Achso, du musst ja jetzt mit meinem Controller leiden. Ja. Ich schwitze den jetzt schön voll. Das ist auch bei mir auf Zauber aufgefallen, dass der anscheinend tatsächlich so eine manchmal hat das, manchmal nicht.
Ja. Oh ist, Gott. Sehr merkwürdig. Oh Gott! Was habe ich denn da gemacht? Ich habe keine Ahnung, was du dir dabei gedacht warum, hast. Warum der Große? Also hier vorne der Große. Weiß ich nicht. Oh, ist machbar. Dann hast du dir wohl gedacht, das ist machbar. Ja, ach, hier sind die Flügel. Töten die einen nicht, ja? So, Midway Point. Alter. Yay, Schnittlauch. Alter, Alter, hab ich geschwitzt an den Händen. Dein Controller ist jetzt voll versifft, ey. Das geht eigentlich. Oh, ist das D-Pad ist eklig. Ja, ja. Der Dance, den Mario krank macht. Das ist der D-Pad, Schwitzdance. Oh, das klingt wie ein Tanz. Ja. Schwitzdance? Meine Güte. Ich meine, das klingt wie, ne, so. So, so Kindershow. Erstens, zweitens, schwitztens. Schwitztens. Oh. So schwitzenshalber. Schwitzenshalber. Schwitzkatze! Ja, gut. Aua, ein Dreier! Naja, nicht ganz. Der Teufelsdreier. Der Konzentration. Oh. Nee, das war das Wolfsviereck. Nice! Nee, warte, wie das Wolfsviereck! Oh, scheiße. Den wollte ich gar nicht zerploppen lassen. Das Wolfsviereck. Da ist Yamcho und er macht das Wolfsviereck. Und das Fuchspentagramm nicht vergessen. Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist viel einfacher, aber dann rutsche ich in den rein. Und jetzt. Oh, ja, ich auch noch. Oh, schade. Aber das war gut. Ja, ich bin ganz gut vorangekommen. Bestimmt ist dahinter gleich das Ziel. Oh Gott. Oh, was für ein dramatisch dummer Sprung. Und da kommt der Hund und verhöhnt mich noch. Warten. Warten. Man nennt mich jetzt. Wartenschwein. Ah. Na, Svenja. Warte, Svenja. So, jetzt bin ich hier oben, ist gar nicht so toll. Jetzt bin ich oben. Hoppida bei dem. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Leben drin. Vielleicht ist es aber auch der Tod. Vielleicht ist es auch Manuel Neuer. Oh nein, den hätte ich gebrauchen können. Hopp. Hm, naja, ich nehme es mit. Eventuell, vielleicht gucke ich es auch nur kurz an und drehe mich dann wieder verächtlich um. Ja. Nun, jetzt aber, komm mal jetzt hier. Ha, nice. Naja. Der alte Nice, throw. Wow. Aber ich weiß, was du vorhast. Das ist eine gute Taktik. Vor allen Dingen hier bei den beiden. Naja, oh. Oh, da war ich jetzt, weil du mich gelobt hast. Ja. Springe ich jetzt auch noch in den Turm. Ich wollte gerade sagen, also weil dafür ich kann ich jetzt wirklich nee, gar nichts. Nee, da kannst du gar nichts für. Da kann nur... Oh. Nee, den einen kannst du noch. Ja, danke schön. Ja, immer gerne doch. Ach, komm schon, jetzt kommt der Sprung, jetzt, ja! Ah! Oh, oh Gott! Oh, schade! Da war immer so schlittert. Aber da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder beim Oily Shoe Dance hier Mario Maker 2 und Super Failure World. Dankeschön fürs Zusehen. Ich gebe dir mal wieder das letzte Wort. Oh, das kommt so plötzlich. Ich akzeptiere das letzte Wort.